Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge Nummer 306 von Simotrans. Wir waren letztes Mal hier in Riedenburg unterwegs. Da haben wir hier Fahrgäste transportieren wollen, die natürlich auch alle weg sind. Aber leider haben wir festgestellt, dass das mit der Straba und mit den Bussen jetzt dann doch schon erledigt ist, auf Deutsch gesagt, weil da genug gefahren sind. Da müssen wir schauen, dass das nicht zu sehr ins Miese geht. Aber ja, wer weiß, wann das nächste Schiff kommt und wieder Passagiere bringt. Vielleicht läuft es dann auch wieder hier ein bisschen besser. Okay, dann würde ich sagen, nach dem Intro geht's weiter. Ja, dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Wir hatten ja hier das Rathaus, glaube ich, als letzte Station. Dann gucken wir mal hier in den Halt rein. Wartend, absteigend. Hier stehen noch irgendwie an der Norddeutschen Mühle 20.000 Passagiere. Radolfzell, ist das so richtig? Kann das sein? Nee. Also wie die Zahl da jetzt hinkommt? Achso, das ist Lilienthalstraße. Okay, und das ist, ja, das ist hier wieder mein größtes Problem, dass ich diese Anzeigen hier falsch lese, ne? Sondehausen 5000, 20.000 hier Lilienstraße. Radolfzell, Deutsche Mosebrei hatten wir, Sonnenwendgasse hatten wir. Und dann wird es ja auch schon weniger. Waldeck, Karl-Marx-Straße, Waldeck waren wir eigentlich schon unterwegs. Haben wir erledigt, da ist eine Straßenbahn gekommen. 7.945 in Sondehausen-Rosenweg. Ist das so? Tatsächlich. Hier haben wir noch nichts gemacht, oder? Ach so, das ist hier mit der Bahn, ne? Die stehen jetzt hier für Waldeck, Karl Marx. Das ist diese Bömmelbahn hier, oder? Aber die hält nicht da an. Wie geht's denn von da nach darüber? Mit dem Bus? Warte mal, da müsste es ja hier. Ach, das ist alles eins, ne? Ich glaube, der hat die jetzt alle mitgenommen, oder? Sag mal gerade die Linie. Sondehausen-Rosenweg muss jetzt hierbei sein. Ja, ist es auch. Gut, dann passt. Ich dachte schon, das wäre nicht verbunden, aber ist es, das ist hier schon wieder eine neue Haltestelle, die hier liegt. Und da kommt schon der nächste, der die abtransportiert. Waldeck-Karl-Marx-Straße ist das Ziel. Okay, da sind natürlich noch ein paar tausend mehr. Kommt denn noch einer? Wohl nicht, ne? Ne, das waren sie. Okay. Sind zwei Züge hier drauf dann, oder? Einer ist da. Der zweite ist da. Und hier wartet ein Güterzug, oder? Ja. Oh, hier ist schon weitergebaut worden, ne? Da müssen wir dann als nächstes auch mal schauen, dass wir wieder Linie erweitern, ne? Okay. Oh, jetzt ist hier eine schöne Sehenswürdigkeit. Öffentliches Eigentum. Schloss Schlemming. Okay. Da gehen natürlich einiges an Passagieren durch. Dafür warten die dann hier, ne? Okay. So, Waldeck, Sondehausen-Rosenweg hatten wir, Stahlwerk-Altenau, warten Eisen und Stahl. So, das haben wir jetzt hier links. Zum Verpackungshersteller und zum Stahlwerk muss hier was. Wo fährt er hin? Stahlflotte, Verpackungshersteller, Hadexen Stahlwerk.
Ist das hier nicht dabei? Das ist hier, ne? Altenau Stahlwerk, genau. Und das ist dann Haushaltsgeräte und Stahl. Wie viel hat denn der hier? 92 von 2000. Läuft, ne? Wo sind die anderen Züge dafür? Stahl, Granulat, Stahlwerk. Kohlestahlwerk, Schrott, Stahlwerk zu Stahlwerk. Güterzug Waren, ist das der? Der ist auch schon voll. Wo fährt er jetzt? Der müsste jetzt gleich ankommen, ne? Ja, da ist er. Der bringt was und fährt wieder weg dann. Fährt um die Ecke hier, fährt gar nicht hier hin, das ist er gar nicht. Oder ist er schon, aber. Der fährt hier gerade nicht vorbei. Betonfertigteile, Möbel, Palettenverpackungsmittel und Zement. Der hat allerlei auf dem Wagen, ne? Und lädt jetzt hier ab, oder? Hm. Und kriegt jetzt für Riedenburg Raffinerie Obst mit. Wo fährt denn dann lang? Da lang. Hat jetzt aber nichts dazu gepackt gekriegt. Hier geht das Obst raus. Dann fährt er weiter. Hier hinten zur Fabrik da. Ne? Okay, da war jetzt ein Zug im Weg oder was ist das? Oder wartet er auf halb voll? Wahrscheinlich wartet er auf halb voll, ne? 507. 527. Da war jetzt nicht viel bei, ne? Oder wartet er sogar auf voll? Okay. Aber hier ist es das jetzt nicht, zu weiter zu gucken. Die haben hier keinen Stahl. Hier wird kein Stahl angeliefert. Warum nicht? Das kommt doch von hier, das hätte er da mitnehmen können, oder? Aber Stahl ist ein anderer Anhänger. Wo fährt er denn hier hin dann? Fährt da hin, das ist also falscher Zug. Also falscher Zug ist blöd gesagt, ne? Der Zug ist schon der richtige. Hier unten ist es offen. Stahl und Granulat. Wo sitzt der fest? Hier am Kanal. %50 soll er bringen. Okay. Ich glaube, da ist ein kleines Problem drin dann. Dass wir da bearbeiten müssen. Warte mal, da muss ich hier nochmal rein. Muss ich hier hin. Das kann zu. Linie ändern. Da kommen wir mit 50% nicht weit hin. Weil der fährt ja dann gar nicht, ne? Geht das dann? Wie hat er denn? 20% wären das, ne? Fahrplan. Schließen. Fährt er dann? Nö. Fahrplan weiterfahren jetzt erstmal hier.
Verfolgen. Schließen. Und mal gerade schneller machen, gucken, wo er hinfährt. Müsste jetzt hier gerade ausfahren, ne? Macht er auch. So, jetzt hat er vollgeladen, den Stahl auf jeden Fall. Fährt jetzt damit hoffentlich zum Dosenhersteller oder was war das? Ja. Und dann kann er hier gleich weitermachen, ne? Hat er wieder Stahl. Deswegen gibt es hier auch keine Verpackungsmittel. Nicht Dosen, sondern Verpackungsmittel sind so, könnten auch Dosen sein, ne? So, jetzt geht es hier nämlich voran und jetzt wird hier wieder produziert. Der fährt dann gleich auch, oder? Ja, der kriegt jetzt immer von den anderen da geliefert, ne? Machen wir schneller gerade. Müsste bei der Raffinerie dann wieder anhalten, ne? So, wie viel kriegt er hier? Nix. Das bedeutet, er wartet der Urs lange und der Stahl wird nicht transportiert. Das bedeutet, die Linie muss umgeändert werden in Null. Und hier auch Null. Weil er muss den Stahl noch transportieren oder den Stahl noch transportieren, damit es klappt, ne? Jetzt fährt er nämlich weiter. So, er hat jetzt hier 1080 geladen. Lass uns da gerade mal hinspringen, um kurz einmal hier unten reinzuschauen, was hier jetzt produziert wird. Also, das haben wir hier offen. Hat gut geklappt, ne? 5 sind da, ist hier schon was liegend. Verpackung und Zement liegt da schon. Und da sollten jetzt gleich irgendwann die Verpackungen hier auch wieder fangen. Gut, das läuft hier. Der hat wieder Stahl. Gut, dann haben wir diese Linie ein bisschen optimiert. Die lief halt falsch, ne? Diese war's. Und lassen wir gerade nochmal schneller laufen. Gucken wir, wie viel kriegt er mit? Voll 960 Tonnen, ne? Genau so ist es. Ja, der wird schon sein Geld einspielen, ne? Würde ich sagen. Gut, und er hier hat jetzt auch genug von dem Zeug drauf. Das passt dann erstmal. Wartend, absteigend, Hadexen, Rohstoffhandel. Gehen wir nochmal hier rein. Baustoffhandel, nicht Rohstoffhandel. Hier warten ganz viele Passagiere. Also das ist der Bahnhof hier. Passagiere Hadexen Ahornstraße. 13.000 Passagiere. Ahornstraße ist da. Von da nach da müssen die. Und dann haben wir noch Altenau Ostwald. Wo ist denn Ostwald? Da. Das wäre noch nicht mehr so schlimm, aber dieses hier ist ganz schön viel. Und die Kennedy-Straße ist da. Das heißt, ich würde jetzt einen Bus nehmen und diese drei abfahren. Oder diese Straßenbahn verlängern. Wäre auch eine Idee, ne? Weil den Halt haben wir ja hier schon. Das machen wir nochmal schnell. Die Gleise hier mal verlängern. Fährt ja sowieso nur eine Linie. Und die muss bis dahin fahren. So. Leitung noch von Strom dran. Passt. Haben wir. Und dann müssen wir die Straßenbahn gerade erwischen, die jetzt gerade hier oben anhält. Ist natürlich auch ein Vorkriegsmodell, ne? Oder wie sehe ich das? Das bedeutet, wir werden. Ach, da ist aber die Post mit drin.
45 maximal, ne? 175 schafft sie. Das Depot ist hier. Aber das ist das falsche Depot. Das ist nämlich für... Sag schon... die Busse. Aber wo ist das Depot für... Da. Das ist wahrscheinlich das einzigste Postfahrzeug, ne? Benötigt für Post. Gibt's nur den. Das würde bedeuten, man muss da halt auf der gleichen Linie einen PKW fahren, einen LKW fahren lassen, der die Post macht dann, ne? So wie er hier. Gut, okay, aber ich würde sagen, in Hardexen kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.